865 Cap, interessant, aber dachte irgendwie nicht, dass so spezifisch ist. Ich meine, ich nicht erwartet große Zahl, aber 865 sehr seltsam spezifisch. Nicht Hallo gesagt, war ein bisschen komisch, aber ja, manche Leute sind so, ne? Dann anderes Thema war mit anfangs kein WhatsApp, okay, vor ein paar Jahren. Aber jetzt neuerdings kein Discord und halt keine Rückmeldung gegeben. Das ist ein bisschen komisch. Und ich habe halt ein bisschen zu düster Joke drüber gemacht. Aber glaub nicht, dass deswegen, Sand in Vagina ist. Dass deswegen angefrustet, angefressen ist. Bei mir krank. Oh, perfekt. Q-Script husten. Aber nee, wirklich. Aber besser als vorgestern. Vorgestern war echt hypertot. Jetzt weniger hypertot. Jetzt mehr so ziemlich gelesen. Schlimmste ist Wegrichtung, Leute. Weil eigentlich Theorie war, ich alleine gehe. Aber Problem, 80 Millionen. Ja. Tendenz steigend oder sinkend, ich bin mir nicht sicher. Springende Punkt ist Wetter. Und das sind zwei, drei Sachen, die mir durch den Kopf gegangen sind. Aber auch allgemein mal wieder Zeitfaktor. Ja. Irgendwas läuft schief und irgendwas lasse ich ja dadurch schief laufen. So, sonst wird es ja nicht schief laufen. Es ist ja immer eine Art von agieren, reagieren. Sprich, Timing Management mit Trodle, Effizienzumsetzung. Ich weiß nicht, aber Lust nervt dafür auch nicht. Weil Tasks taken Zeit, ne? TTZ, wenn man so will. Und ja, ich gesehen Scammer, Spammer, interessant. Mich würde interessieren, weil Spam-Mail selbe Uhrzeit kommt, jeden Tag. Oder selbe Absender. Vorausgesetzt, dass das Mensch ist, ist ja Spam-Bot. Nicht trackable? Kann man das nicht tracken und irgendwie dagegen angehen? Dann Tabs aussortieren. Alles Schichtschacht fertig. Stream. Das sollte doch eigentlich gehen. Ich denke mir, es geht, aber wenn Zeit wille. Ja. So viel dazu.